Hallo und willkommen auf meinem Kanal und einem neuen Zeitrennen. Diese Woche haben wir das Zeitrennen von einem Ende zum anderen mit einer Zeitvorgabe von 4 Minuten 9. Wo finden wir das Rennen? Wie der Name? Ja, der Name sagt gar nichts. Wir finden es hier am Terminal, am Hafen. Erkennt ja in der lila Stoppuhr und das Rennen, wie der Name jetzt schon sagt, endet am anderen Ende und zwar bei Palito Bay. Die Route, wie sie hier vorgegeben ist, das ist aus meiner Sicht die beste und die einfachste Route. Also nicht, vielleicht nicht immer die schnellste, aber hängt vom Fahrzeug ab. Auf jeden Fall ist es die einfachste Route. Und es gibt noch eine zweite Route, die für zum Beispiel die Hakuchu Trek sehr, sehr, sehr gut geeignet ist, mit der ihr richtig gute Zeiten hinknallen könnt. Aber ich gehe jetzt erstmal auf diese Route hier ein und dann die Alternative. Also ihr startet hier ganz normal links durch, ihr könnt, ich würde dann hier auf dieser Straße fahren und dann könnt ihr entweder hier über die Schranken fahren oder ihr kürzt es hier über den Parkplatz ab und dann folgt ihr hier auf dieser Schnellstraße, der folgt ihr, müsst vorausschauend fahren, den Fahrzeugen gut ausweichen. Wenn ihr das hier alles durchgefahren seid und dann ab hier müsst ihr aufpassen auf die ganzen Bordsteine und Bodenwellen, dass euch das Fahrzeug nicht ruckartig links rechts wegschlägt oder sogar abhebt. Wenn ihr diese Passage alles durchgefahren seid, hier rechts abbiegen auf die Autobahn. Ab der Autobahn ist es dann super simpel. Da müsst ihr einfach nur den Fahrzeugen ausweichen und die Autobahn hat wie immer für jedes Fahrzeug genug Platz, um links oder rechts oder in der Mitte auszuweichen. So, der Autobahn folgt hier komplett alles bis zu diesem Punkt. Und wenn ihr an diesem Punkt angekommen seid und ihr habt Rest noch jede Menge Zeit, dann würde ich euch empfehlen, dieses letzte Stück nicht zu viel riskieren. Weil wenn ihr hier angekommen seid und ihr seid bei 3 Minuten 50 und ihr macht bei diesem kleinen, das ist unbefestigtes Gelände mit sehr vielen Löchern, mit sehr vielen Bodenwellen, mit sehr vielen Hügeln, vor allem schlimm und gefährlich ist es mit Vierradfahrzeugen. Wenn ihr hier dann bei 3 Minuten 50 als Beispiel angekommen seid und hier kurz vorm Ziel irgendeinen Bock baut, das ist wirklich eine ganz kurze Strecke, aber da passieren die meisten Fehler. Von daher mein Rat an euch, wenn ihr hier angekommen seid, fahrt dieses kurze Stück vorsichtig, gemütlich, vorsichtig und nicht Vollgas. Mit dem Motorrad könnt ihr es eher Vollgas nehmen, aber mit Vierradfahrzeug, dann würde ich das nicht empfehlen. Gut. Die alternative Strecke, wie gesagt, mehr für die Hakuchu Trek geeignet, weil sie ist smooth im Lenken und das ist nachher wichtig und zwar komme ich noch drauf. Ihr fahrt bis zu diesem Punkt ganz normal, dann wechselt ihr hier die Straße und geht hier, also ihr wechselt hier auf die Gegenfahrbahn, fahrt hier durch, durch die Wiese auf die Route 68. Der Route 68 folgt ihr dann komplett bis zu bam, 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 bis zu diesem Punkt. Bis zu diesem Punkt hier könnt ihr dann entscheiden, entweder kürzt ihr hier ab über das Feld, über den Fluss springen, dann auf die Gleise oder ihr geht Nummer sicher, weil hier könnt ihr euch drehen, stürzen oder was auch immer. Oder ihr geht auf Nummer sicher, ihr fahrt hier ganz normal außen und fahrt hier einfach den Hügel hoch auf die Gleise. So, und jetzt ist ganz wichtig, und das funktioniert mit der Hakuchu Trek wirklich absolut prima, weil sie ein smoothes Lenkverhalten hat. Alle anderen Motorräder haben nicht dieses smoothes Lenkverhalten wie die Hakuchu Trek. Wenn ihr auf den Gleisen seid, ist es extrem wichtig, dass ihr genau auf einen der zwei Gleise fahrt. Nicht zwischen den Gleisen, sondern genau auf irgendeiner Schiene. Und das müsst ihr halten, weil wenn ihr neben der Schiene fahrt, verliert ihr an Speed. Wenn ihr auf der Schiene fahrt, ist es wie auf einer Straße. Ihr behaltet euren Speed und könnt voll beschleunigen. Es ist unmöglich, also ich behaupte mal, es ist unmöglich, von hier, also von hier bis zum Ende nachher komplett auf der Schiene zu fahren, aber mit viel Glück könnt ihr so viel wie möglich auf der Schiene und das ist auch Zeit, die Zeit ist dann auch abhängig, wie perfekt fahrt ihr diese Schiene ab. So, auf jeden Fall, wenn ihr hier angekommen seid, müsst ihr diesen Schienen folgen. Ihr folgt den Schienen komplett hier am Sägewerk vorbei bis zu diesem Punkt. Hier der engsten Stelle zur Straße oder zur Autobahn verlasst ihr die Schienen, springt hier runter.
biegt hier in diese Seitenstraße ein, folgt dieser Seitenstraße bis Ende hier. Und hier müsst ihr dann einfach nur zwischen diesen zwei Gebäuden oder zwischen diesen zwei Gebäuden den Hügel hoch und dann hier einfach ins Ziel fahren. Klappt vielleicht nicht beim ersten Mal, wenn ihr es Vollspeed macht, aber ihr müsst bei dieser Route extrem viel Zeit über haben. Also man kann hier unter 3 Minuten 30 eine Zeit hinlegen. Und dann tut ihr hier einfach nur vorsichtig über diesen Hügel fahren und dann ins Ziel reinspringen. Für die Profis unter euch, ihr könnt euch irgendwie Orientierungspunkte suchen und dann direkt mit Vollgas ins Ziel springen. Wie gesagt, eine Zeit von unter 3 Minuten 30 ist bei dieser Route möglich. Als Fahrzeugempfehlung, Moment, ich setze noch den Marker hier ganz normal. Als Fahrzeugempfehlung, ich habe die Bati 801 vollgetunt, als Zweirad empfehlenswert auch die Shotaro, die Hakuchu Trek, die Shinobi, die Power Surge. Für die Alternativroute auf jeden Fall die Hakuchu Trek, also eigentlich nur die Hakuchu Trek, aber es ist auch mit anderen Fahrzeugen möglich. Nur werdet ihr nicht so eine schnelle Zeit haben wie mit der Hakuchu Trek. Als Vierradfahrzeug, wie immer, ist es auch möglich mit der Emerus oder mit dem Emerus, mit dem Krieger. Aber für dieses Zeitrennen ist besser geeignet der Piraya, der Torero XO oder der Italy RSX, weil die von der Highspeed sehr, sehr gut performen. Wenn ihr ein High-End-PC habt und mehr als 135 FPS bekommt, dann könnt ihr auch den LM87 nehmen, weil der LM87 performt extrem gut bei High FPS, insbesondere bei über 180 FPS. Dann hat er sein volles Potenzial und dann macht ihr eine Zeit von, ich weiß es nicht, wahrscheinlich unter 3 Minuten. Gut, ich werde die Strecke nicht abfahren, weil die ist wirklich simpel. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr den Fahrzeugen gut ausweicht und so weiter. Deswegen, wir legen direkt los. 3, 2, 1 and go. Direkt hier in Wili starten. Links ab. Ich werde nach dem Kran hier direkt hier zwischen den Fahrzeugen fahren. Oder hier. Das sind keine Fahrzeuge. Hier dann über den Parkplatz. Auf die Straße, auf die Schnellstraße. Und dann hier einfach nur den Fahrzeugen jetzt so gut wie möglich ausweichen. Alles im Wili fahren natürlich. Je mehr Wheelie ihr gebt, desto schneller seid ihr, kommt ihr voran. Und hier sind Bodenwellen, deswegen da öfters absetzen, weil wenn ihr da fahrt, auf keinen Fall lenken, weil Bodenwellen, das war jetzt knapp. Hier auch das Gleiche, hier sind Bodenwellen und während dem Fahren nicht lenken. Vorausschauend das Bike ausrichten und dann versuchen zu fahren. So, hier biegen wir jetzt auf die Autobahn und dann auch vorausschauend im Wheelie. Hier sind weniger Bodenwellen. Dennoch ist es gefährlich, wenn ihr direkt hinter einem Fahrzeug seid oder neben einem Fahrzeug seid und ihr tut im Wheelie schon lenken, dass euch das Motorrad ruckartig links oder rechts weghaut. Also das kann auf jeden Fall passieren. Da die Gefahr besteht immer. Ansonsten, wenn es wirklich eine super flache Strecke ist, könnt ihr schon im Wheelie anfangen zu korrigieren, wenn es auch weit vorausschauend einsehbar ist. Hier gibt es auch einen Trick, einen Tipp. Ihr könnt die Banden benutzen. Ihr müsst hier nicht zwingend von dem Wheelie runter. Ich habe es jetzt gerade so perfekt, also so gut erwischt, dass ich nicht die Bande benutzen musste. Aber ansonsten kann man an diesen hohen Banden einfach abprallen, wenn man im spitzen Winkel drauf kommt. Wenn man zu steil am Winkel drauf kommt, dann stürzt man. Hier würde ich euch empfehlen, komplett links zu fahren. Weil hier gibt es Ausfahrten und da kann sein, dass ein Fahrzeug rechts abfährt und ihr in das Fahrzeug reinballert. Deswegen versucht hier euch links zu halten und ja, sollte nichts passieren.
Hier ist jetzt zum Beispiel eine sehr lange Gerade, wie dieses Fahrzeug ist jetzt ruckartig nach rechts abgebogen und ja, jetzt hätten wir keine Straße oder keine Abbiegestraße, das heißt hier könnten wir jetzt, ah doch, hier ist noch eine Abbiegestraße. Auf jeden Fall, hier können wir jetzt vorausschauend schon im Wheelie lenken, um den Wheelie so lang wie möglich zu halten, wenn wir jetzt merken, okay, wir verlassen die Bahn, einfach nur kurz absetzen und dann wieder korrigieren. Hier die S-Kurve könnt ihr schneiden, wenn es von dem Verkehr passt. Hier das gleiche, einfach schneiden, wenn es vom Verkehr passt. Und dann auch wieder Wheelie geben. Als Info, die Fahrzeuge der Piraya, der RSX, der Torero, die sind vom Speed her schneller wie die Bikes, von daher würde ich euch hier eher zu den Autos empfehlen. Hier will ich, meinte ich jetzt, hier könnte man mit dem Bike hier abkürzen, mit dem Auto würde ich nach dem Baum abkürzen. Und das meinte ich mit den Autos, hier sind sehr viele Bodenwellen, wo ihr einfach nur stürzen oder einen Dreher bekommen könnt. So, 104.000, 3 Minuten 50 und dann gehe ich jetzt nochmal zu dieser Einbiegestraße. Wie gesagt, diese Bodenwellen müsst ihr bei den Vierradfahrzeugen aufpassen, Hügel, Löcher, Schlaglöcher und was auch immer, dass ihr euch da nicht dreht oder hier bei dem Schrank, bei der Einfahrt nicht hier am Hügel hängen bleibt. Und hier gibt es jetzt zwei Methoden, wie ihr reinfahrt. Entweder ihr fahrt hier ganz normal rein, alternativ könnt ihr hier zwischen Stein und Baum reinfahren oder wie ich gerade eben direkt hier vor dem Baum und kürzt. Ja, das ist, macht nicht extrem viel aus, aber 2 bis 5 Zehntel bringt es auf jeden Fall etwas. Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gerne ein Like, ein Abo und wir sehen uns das nächste Mal. Viel Spaß und viel Erfolg beim Zeitrennen. Ciao.